Moin Freunde, herrliches Wetter. Na, ich werde mir gleich die Sonnenbrille aufsetzen und ich werde gleich abgeholt. Und zwar für diejenigen, die 99 Adventures schon ein Weilchen verfolgen, können sich jetzt vielleicht denken, wer heute mit dabei sein wird. Ja, aber das werdet ihr gleich sehen. Wir probieren heute auf jeden Fall mal wieder auf Hecht anzugreifen. Haben ein paar Stunden dafür Zeit. Wollen wir mal gucken, wir wollen uns noch Köderfische besorgen und dann machen wir eine mit der Spinnrute und eine mit Köderfisch. Und auf diesen Trip nehmen wir euch jetzt mit. Die ersten Male, habt ihr auch im letzten Video gesehen, ging es da richtig ab. Wir haben gute Hechte gefangen, hatten eine sehr gute Durchschnittsgröße, hatten sehr, sehr viele Fehlattacken. Dann war ich jetzt die letzten Male auch noch ein, zwei Mal da. Da lief dann leider nicht so viel. Deswegen hauptsächlich jetzt heute nochmal mit Köderfisch. Weil wir denken, mit Köderfisch haben wir da nochmal bessere Chancen dann, weil ja auch diese Entengrütze da sehr, sehr dick ist und das manchmal mit der Spinnrute schwierig ist. Deswegen werden wir jetzt gleich angreifen und ihr seid dabei. So, und zwar ist heute Marc Ich bin gestern Antonio stark. Scone dabei! Ja, grüß euch. Alter, erst mal die scheiß Box umgeflogen. Na, Mahlzeit, schon lange nicht mehr gehört. Heute geht's mal wieder eine Runde auf Hecht. Seit langem. Ja. Geile Wetterbedingungen, schön sonnig, trotzdem kalt. Noah hat einen Spot rausgesucht und da habe ich mich überreden lassen. Und es kommt noch jemand mit. Und es kommt noch jemand mit, der war auch schon mal dabei. Ob er auf die Cam will, wissen wir noch nicht, aber. Klar, bestimmt safe, war doch schon mal dabei. Auf jeden Fall so ein kleines, naja, Comeback, weiß ich noch nicht, ob man es so sagen kann, von Zigaun, aber auf jeden Fall will auch ab und zu mal wieder, ihn juckt es auch mal wieder in den Fingern und will auch ab und zu mal wieder fischen gehen und dann werden wir das mal tun. Und jetzt, wie gesagt, fahren wir nochmal zu Rewe, holen uns noch was zu snacken und dann zu Angeljo und dann hoffen wir, dass wir Köderfische bekommen. Weil immer wenn man sie braucht, fängt man sie nämlich nicht. Mal gucken. Attacke. So, wir haben jetzt hier einmal Mosella Classic Schlei. Ja. Schöne Halle hier hinten bei Angeljo. Sind die ganzen Boote, Anfutterzeugs, Kescher und alles drum und dran. Und jetzt gehen wir mal in die erste Halle. So, und hier befindet sich dann das ganze Paradies mit Köder, Ruten, Rollen, alles. Oben befinden sich die Klamotten. Ein sehr schöner Laden, besucht ihn mal. Ne? So, brauchen wir noch irgendwas? Code Noah. Kleiner Haken noch. Code Anis. Ey, vielleicht können wir wirklich mal irgendwann einen Code einsparen, Nee, einführen, mit ah, dem danke. ihr irgendwie so ein paar Prozent sparen könnt oder so. So, nee, falsch, wir müssen da lang, aber ich ja. Okay. Können jetzt mal aufhören Wir zu sehen uns filmen. gleich. Bock? Warum steht da 52? 52 Videos aufgenommen. Ja? Okay. Ja, ich hab Bock. Jetzt müssen wir langsam mal auf Carlo warten. Ja, jetzt kann man das verraten. Jetzt, Carlo. Achso, ja. Ja, nee, ist doch gut. Carlo kommt heute mit, der war ja schon bei dem Video voll gestört dabei, Ja. wo wir Störgehangelt haben. Und es war noch so ein kleiner Butschi, mittlerweile ist er auch schon fast erwachsen. Fast 18 ist er schon, ja. Ich weiß nicht, das war vor 2 Jahren glaube ich gewesen, ne? Ja. Ja, war 16. Nee, noch länger fast her. 18. Noch Ja, länger länger her. schon? Naja, Ja, war immer clean, ja. nee, genau. Wir haben jetzt gar nicht so viel Zeit, 4 Stunden oder so, deswegen müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Hoffen wir, dass wir schnell mal ein paar Köfis kriegen und dann ab zum Hechtspot. Ja. Hier ist Carlo. Was geht? So, los geht's. Von. Guckt euch die herrlichen Blätter an, hier im November. Was ist hier Hm. Ja, hier die Vorfahrtsstraße vorhin. So, ich hoffe wirklich, wir kriegen jetzt Köbis. Der erste Wurf, ich muss erstmal reinkommen. Das hat sich angehört wie ein Witcher, als gemacht hat. Ja, wie zur Hölle, wo ist denn das jetzt hier? Geh mal her. Das habe ich auf jeden Fall drauf. Da war auf jeden Fall irgendwas. Das ist halt schon echt Paradies hier, ja. Alter! Alter! Alter!
Alter, da ist ja raufgeknallt hier vorne. Hast du einen Kescher? Kescher? Ja. Hältst du? Nimmst du den Kescher? Ja. Versuch ihn da mal rüber wegzubekommen. Jetzt? Kescher runter, unter Wasser den Kescher. Und Skau muss ihn rüberziehen. Ja, hoch. Schön. So Freunde, jetzt das erste Video wieder dabei. Schöner Hecht. Nicht auf Köderfisch. Köder weiß ich jetzt gerade nicht. Ricky the Roach. Genau, einfach normal eingekurbelt und dann hat er zum Schluss gut reingehauen. Ja, wir haben es gerade gemessen. Eine 72 hat er jetzt gehabt. Oder 73 war das? 72. Ja, schöner Hecht, den lassen wir jetzt wieder frei. Moin. So, jetzt haben wir hier mal einen großen Fox-Gummi rangehangen, um auch mal zu schauen, ob vielleicht auch mal auf Big Baits was geht. Ja, ihr seht, das ist, ich weiß gar nicht, wie groß er ist, so ein 25er Shad oder sowas. Mal schauen, das ist schon ein schöner Happen. Was hast du gefischt? Der hier, den habe ich auch noch nie gefischt, den könnte bestimmt der auch. Alter. Gar nicht, das war Kraut, oder? Ja, aber irgendwie war. Ja, Digga, die Pose ein Biss. Warte, chill. Okay, machst du bereit? Mach dich bereit. Spannung nehmen und dann eben gehen. Warte, ich muss jetzt mal gucken, wie ich Biss sehe. Bist du bereit? Okay, gib ihm. Hängt. Ja, Digga. Geh nach links. Geh nach links. Digga, wie hast du? Ein Baller anschlagen. Ey, war gut. Mach nach links, zieh den nach links. Oh, der ist groß. Der ist gut. Zieh ihn rüber. Oh, der ist gut. Das ist ein 80er. Mach ihn mal irgendwie. Alter. So Leute, hier von Carlo. Wir wechseln uns ja mal ab mit den Routen. 78er Hecht hat er gefangen. Schön auf Köfi. Auf eine ganz kleine Plötze. Das war die kleinste, die wir hatten. Richtig geil, ist auch dein PB. Mein PB, ja. Ich halte den jetzt mal, um ein bisschen Fischsohn zu sein, weil Carlo hat noch nicht so die Erfahrung mit Hecht. Aber das werden wir ihm auf jeden Fall auch noch beibringen. Aber bei so einem schönen Exemplar lassen wir natürlich gleich wieder frei, ne? Jawohl. Petri, Mann. Geil. Danke, Petri, danke. Digga, wie du mal hinterguckst, mal kommst. Let it rain. Los, Gaun. 100% ist ein Wildpick. Ein Wildpick. Digga, ich hab Schiss. Weil hier ist eine freie, schöne Stelle, ne? Aber hier links, aber hier links kannst du ran. Nee, geh du mal vor, ich trau mich nicht. Und denkst du, das ist jetzt ein Wildschwein? Ja, du willst fangen, Digga. Du willst fangen. Ja, schön, ich will fangen. Alter. Ich bin genau hinter dir, nochmal. Schön. Ich bin genau hinter dir. Digga, ich hab so Schiss. Mach GoPro an, falls du ihn catch. Ich hab dich schon an, ich filme schon. Yeah. Boah, Digga, hier links sieht halt aus wie eine Wiese von den Viechern, ne? Guck mal. Ja. Weiter. Guck mal, das wird hier ich guck den aus. Mann, Digga, keine Ahnung. Mach mal schön frei da. Ja, da hier vorne, den hier noch. Die hier noch. Ich bin voll Knockout. Mach mal die hier vorne noch frei. Ich bin voll Knockout. Vor allen Dingen, das ist halt auch abgestorben, das Schild. So, das ist jetzt auch nicht, dass wir der Natur hier irgendwas Unrechtes tun. Das ist alles abgestorben. Filmst du das? Ja. Okay. So, Freunde. Wir haben jetzt den Angeltag beendet, ging dann leider nicht mehr so viel. Wir haben da halt auch ein bisschen Angst wegen dem Wildschwein, weil da hinten gibt es halt auch noch ein paar interessante Stellen, aber irgendwann im Winter, wenn die ganze Entengrütze da weg ist und man durch Schilf noch ein bisschen besser durchkommt, dann werden wir da auf jeden Fall noch, wo ist ein Carlo? Dann werden wir da auf jeden Fall noch langsteppen und ja, ansonsten sagen wir, bis zum nächsten Video. Du musst den Standardspruch musst du noch geben.
Vom Oder Spreeangler? Nein, du musst liken. Petri, ciao und mach's gut. Du musst, nein, du musst doch von liken, Digga, abonnieren, kommentieren. Liken, kommentieren. Guck mal, jetzt hast du zwei Leute drin. Wenn die Bock haben, nochmal mitzukommen, lass nochmal einen Kommentar da, wisst ihr, wenn die nochmal Bock haben. Also, kommentiert das Video, wenn ihr wollt, dass einer von uns beiden oder wir beide wieder am Start sind. Auf jeden Fall liken. Und dann machen wir das, die Aktion nochmal. Die Aktion, ja. Mit noch ein paar mehr Köfis. Ja. Ja. Also. Gut, Leute, haut rein.